Als Kommandant bin ich über den Zustand deiner Uniform besorgt. Verdammt, du hast recht, dir Sorgen zu machen. Tut mir leid, dass ich deine Autorität spielen, dass du deine Autorität spielen lassen musstest. Es war falsch von mir, Informationen zurückzuhalten. Ich muss dir nicht extra sagen, dass mir diese Schrottrüstung sprichwörtlich ein Dorn in der Seite ist. Halb kaputt ist sie, riecht wie ein Müllhaufen und sticht mir mit einem Kür aus verdammten Krähenfuß ständig in die Hüfte. Au! Die staubigen Platten mögen nicht mehr dem Standard entsprechen, aber auf dem Schlachtfeld leisten sie den Geschmieden ordentliche Dienste. Auch wenn sie den Feind nur einschüchtern. Es ist besser für mich, diesen Zustand auszuhalten, als einen Vorteil zu verlieren. In Anbetracht dessen, dass ich mit dieser Rüstung über die Knochen des früheren unbeugsamen Landes marschiert bin und meine Last mit jedem Schritt schwerer wird, hege ich kein Verlangen, sie zurückzulassen. Sie ist mir eine Diktion, eine Erinnerung und ja auch ein Gefängnis. Durch alle diese Dinge wird sie zu mehr, zu etwas Besonderem. In diesem Plan steckt etwas von mir selbst. Sie sind bösartig wie ein Brombeerfeld, so hartnäckig wie eine Festung und hoffnungslos und mangelhaft. Zurzeit stellt das Abnehmen meiner Rüstung keine Option dar. Sollte sich das jemals ändern, werde ich die Stufen wohl durch den Aufschlag meiner einstürzenden Befestigung erzittern. Werden die Stufen des Herrn. Oh, was das für ein Tag werden wird. Was denkt Ash darüber? Ich glaube nicht, dass er sich die Gedanken darüber macht. Ich will den Großgeneral aber nicht mit meinen Worten besuhlen. Er muss sich um wichtigere Angelegenheiten kümmern als das Leiden eines einzelnen Soldaten. Mit seinem Achselzucken schickt er eine Staubwolke scheppernd zu Boden. Was meinst du, wie lange sie noch hält? Die Rüstung hat noch keinerlei Ermüdungserscheinungen gezeigt und allein meine Pflege verhindert, dass sie frostrostet. Würde ich sie nicht mehr ölen und der Entropie nachgeben, würde diese Hülle so hart werden, dass selbst ein Schmiedemeister erstaunt wäre. Ich glaube, sie könnte mit Sicherheit so lange wie die Altmauern dastehen, mit einem Skelett aus der Tiefe hervorschauen. Und eines Tages nicht einmal das. Na, ist das nicht ein heiterer Gedanke? Erzähl mir davon, was du tun kannst und was nicht. Ich kann unseren Feind Angst in die Herzen treiben und mich meinem eigenen Körper einen ganzen Schildwall und mit meinem ganzen Körper einen ganzen Schildwall beschützen. Was brauche ich denn sonst noch? Wie entleert. Das hat mich wirklich interessiert. Wie entleerst du deinen Darm? Sagen wir, ich komme zurecht, aber das nicht besonders gut. Teil dieses scheußlichen Dings, die ich erreichen kann, sind im besseren Zustand als die, an die ich nicht herankomme. Wie genießt du die Freuden des Lebens? Schicksals, bitte unterhalten wir uns tatsächlich über dieses Thema. Hast du nichts Besseres zu tun, als dir Gedanken darüber zu machen, wie ich bei fieberhaften Anfällen der Selbstsucht meinen Genitalien. Ich will das nicht hören. Kann ich überhaupt weit genug rennen, um diesem Gerede zu gehen? Lyra stopft sich ihre Finger in die Ohren und zuckt vor dem Unvermeidbaren zusammen. Nun, das ist mir unmöglich. Nicht, dass ich es nicht einmal versucht hätte. Von außen kommt man nicht an mich heran und würde ich versuchen, meinen Arm aus diesem Eisenärmel zu zwängen, käme nur eine ausgekugelte Schulter dabei heraus. Wenn du mich jemals für frustriert oder unangenehm hältst, dann stell dir einfach vor, mit was ich seit dem dritten Jahr der Eroberung fertig werden muss. Oder genauer gesagt, mit was ich nicht fertig geworden bin. Ach, wenn du dich jemals für frustriert oder unangenehm hältst. Wie kommst du im Wasser zurecht? Du solltest besser fragen, wie versinkst du? Die Antwort darauf lautet schnell. Wasser kann ich leicht genug mit dem Mund aufnehmen, aber ich achte sehr darauf, es ansonsten von mir fernzuhalten. Zurück zu meinen anderen Fragen. Lass uns über was anderes sprechen. Wir spielen später. Okay, Barricaden wir abgeschlossen. Gucken wir mal kurz, was die beiden uns noch Wichtiges zu sagen haben. So, the Scarlet Chorus and Disfavored are at each other's throats. Can't say I didn't see that coming, but the Archons might have waited until one war was over before they started another. Der Schar holte Kur die Geschmähten Gesicht also an die Gurgel. Ich habe es zwar kommen gesehen, aber die Archoten hätten warten können, bis ein Krieg vorbei ist, ehe sie einen neuen beginnen. Glaubst du, ich habe die richtige Entscheidung getroffen? Fighting with the Disfavored. Not the call I would have made, but I'm sure you have your reasons. If you like iron weapons or something about that purple uniform excites you, then be my guest. Für die Geschmieden zu kämpfen, ich hätte anders entschieden. Aber du hast gewiss deine Gründe. Wenn du Eisenwaffen magst oder durch die violette Uniform irgendwie erregt, dich die Uniform erregt, dann tu dir keinen Zwang an. Who can say? War is all about compromising your morals, deciding who lives and dies. What seems like a mistake turns into your greatest call down the road. Da unten sehe ich übrigens ihre Furcht und Loyalität.
Wer weiß das schon, im Krieg kommt man nicht umhin, seine moralischen Vorstellungen zu dehnen. Zu entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Was zunächst wer empfehlen wird, kann sich später als die allerbeste Entscheidung erweisen. Let me make one thing clear, just so that there aren't any misunderstandings. You support Graven Ash, and I couldn't care less. I'm here because you've done what none of the Archons could. Not even the voices of Narat would fault me that. Lass mich eine Sache klarstellen, damit es keine Missverständnisse gibt. Du unterstützt Graven Ash und er schert mich einen Dreck. Ich bin hier, weil du getan hast, was keiner der Archonten konnte. Nicht einmal Narat Stimmen würde mir das vorwerfen. He's also a complete bastard, and I wouldn't want to miss an opportunity to stab him in the gut and take control of his army. So, there's that. Er ist außerdem ein absoluter Bastard und ich möchte nicht die Gelegenheit verpassen, ihm eine Klinge in den Bauch zu rammen und seine Armee zu übernehmen. Das kommt hinzu. I'll say this much. Our time together is anything but dull. My blades are yours for as long as you'll have me. Ich sage nur so viel. Unsere gemeinsame Zeit ist alles andere als langweilig. Meine Klingen sind die deinen, solange du mich haben willst. Zur Kenntnis genommen. What do you need? Wir sprechen später weiter. Gut, so viel dazu. Jetzt noch kurz mit App reden. Salutations, Fatebinder. Or should I now call you Lord of Vendrian's Well? The Spire King? Prince of the Suggestive Vertical Slab? Ich grüße dich, Schicksalsbinder. Oder soll ich dich jetzt Fürst von Vendrians Brunnen nennen? Oder Turmkönig, Prinz der anzüglichen Vertikalbohle? Brennuri erreicht so, if I might ask, what is your plan now? The Edict no longer looms overhead, and Kairos's conquest of the Tears seems to be slipping. What with the armies in civil war? Wie lautet dein Plan jetzt, wenn ich fragen darf? Das Edikt droht nicht mehr über unseren Köpfen und Kyros Eroberung der Stufen scheint zu stocken, da sich die Armeen nun gegenseitig bekriegen. Zuallererst soll ich mit Tudor sprechen. I would counsel you to do just that. I'm sure the events of Vendrian's Well are best explained from your mouth to Tunon's ears. Furthermore, I'd guess the Archon of Justice would want to know your take on the Archons and their divide. Ich würde dir raten, genau das zu tun. Ein Bericht über die Ereignisse von Vendrians Brunnen sollte tun, um weit besser aus deinem Mund zu Ohren kommen. Außerdem würde der Archont der Gerechtigkeit wohl gerne deine Meinung über die Archonten und die Kluft zwischen ihnen erfahren. Dafür, dass sie vor kurzem noch auf der Seite der Feinde stand, ist sie jetzt aber gerade ziemlich offen den meinem Vorgesetzten gegenüber. Ich improvisiere irgendwelche Vorschläge. My first suggestion would be to build a boat, something durable, and take our chances on the high seas, far from Kairos. Mein erster Vorschlag wäre, ein robustes Boot zu bauen und unser Glück auf hoher See weit weg von Kyros zu versuchen. I have a second and more practical suggestion. Look to the horizon and slightly up. By that I mean the other spires. We should see what's atop the others. Otherwise, someone else might look first. Ich habe einen zweiten und etwas praktischeren Vorschlag. Schau mal zum Horizont und dann leicht nach oben. Damit meine ich die anderen Türme. Wir sollten uns ansehen, was bei den anderen auf der Spitze zu finden ist. Ansonsten könnte uns vielleicht jemand so vorkommen. Ich vermute, dass du nicht von den anderen gehört hast, die wie ich die Türme erwecken. Was weißt du über die Türme? Not nearly enough, apparently. To me, they've always been axioms of navigation. You can triangulate a lot of things with a sextant and a clear view to a spire or two. Anscheinend nicht annähernd genug. Für mich sind sie immer für Navigationshilfen gewesen. Mit einem Sextant und freier Sicht auf ein oder zwei Türme kann man sehr gut triangulieren. We've long known the spires radiate strong magical fields. And all save the mountain spire connect to the old walls. So it's the sort of thing common folk know from afar, but avoid day to day. Wir wissen schon seit langer Zeit, dass die Türme starke magische Felder ausstrahlen und alle bis auf den Turm des Berges mit den Altmauern verbunden sind. Die Türme sind also etwas, das das gemeine Volk aus der Ferne kennt, aber normalerweise meidet. Der Plan ist die Zerstörung des Chors? Nein. Die Geschmähte und der Scharlachrote Held, alle werden fallen? Nein. Und örtliche Widerstände vernichten habe ich auch gerade nicht vor, also werde ich gerade nicht mehr anbieten. Well, short of Tunon giving you orders on pain of death, you have the luxury of acting on your own volition. Though the Scarlet Chorus are likely to come for you. Nun, abgesehen von den Befehlen, die dir Tunon unter Androhung der Todesstrafe gibt, kannst du dir den Luxus leisten, nach deinem eigenen Willen zu handeln. Obwohl der Scharlachrote Chor dich wahrscheinlich holen kommt. Whatever you decide, I'm at your disposal.
Ganz gleich, wie du dich entscheidest, ich stehe dir zur Verfügung. Danke, deine Unterstützung wird meine große Hilfe sein, hoffe ich mal. And I am thankful to not be a bloody pile of awful in Vendrian's well. Life under your banner will, I'm sure, prove most interesting. Und ich bin dir dankbar dafür, dass ich nicht ein Teil des blutigen Eingeweidenhaufens im Vendrians Brunnen bin. Das Leben unter deinem Banner wird sich bestimmt als äußerst interessant herausstellen. What is it you need? Was willst du von mir wissen? Wir sollten anständige Angelegenheiten besprechen. Ich möchte dir einige Fragen stellen. Lass uns weiterreisen erstmal. Jetzt wird es nämlich endlich mal Zeit, dass wir zum Gericht kommen. Wir sind hier und ich möchte bitte in die Bastardstadt. 2 Tage, 12 Stunden. Tun uns hohes Gericht. On it. Gerichtsbeamter, sind das alles Schicksalsbilder? Nein, das sind hauptsächlich wohl Adlige. Wir kennen viele, die im Krieg gekämpft haben. Was ich natürlich nicht. On it. Schicksalsbinder. Und da oben ist Thunon mit einer schwarzen Rauchwolke. Zeveus und Blutmulch. Bitterwitz ist auch hier. Spöttelnde Flamme. Aurora. Und ja, ein paar Schicksalsbinder. Dann werde ich hier wohl in die Mitte treten müssen. Ach so, die müssen auch noch von hinten kommen. You call yourselves officers of Kairos's army, but your conduct falls short of my expectations. The court finds your accounts of Vendrian's well lacking, rife with misdirection and fallacy, fouled with baseless accusation. Ihr nennt euch Offiziere von Kyros Armee, wie er da auch vorwerfend zeigt, aber euer Verhalten erfüllt meine Erwartungen nicht. Das Gericht befindet eure Berichte über Vendrians Brunnen für nicht ausreichend. Sie sind voller Irreführungen, Trugschlüsse und grundloser Anschuldigungen. Die Schatten unter Thunons Unhang verdunkeln sich und lodern um ihm. Unbehagliches Murmeln bereitet sich im Gericht aus. Wir hören mal weiter zu. Euer Ehren, ich habe die Ereignisse so weitergegeben, wie ich sie selbst erlebt habe. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, warum meine Version nicht mit seiner übereinstimmt. Sie macht eine abwertende Bewegung in Richtung des Repräsentanten des Scharlachroten Chors. Bei meiner Ehre und der des Großgenerals, ich würde eher mein Schwert in zwei brechen, als vor eurem Gericht ein Meineid zu leisten, Archont. Oh, du unterstellst also, dass eine Lüge leichter über meine Lippen kommt, als über deine? Du bist eine Närrin, wenn du denkst, dass der Archont der Gerechtigkeit deine Lügen nicht durchschaut, weil die Geschmähten von sich selbst glauben, besser als eine ehrliche Bande zu sein. Silence! The contradictions in your statements will be examined, and falsities threshed from truths. If we find you have perjured yourselves, Bled and Mark will see to your fate. Ruhe, die Widersprüche in euren Aussagen werden untersucht und Unrichtiges von der Wahrheit abgesondert. Sollten wir herausfinden, dass ihr einen Meineid geleistet habt, wird sich Blenden Mark um euer Schicksal kümmern. Der Archont wendet sich um und du fühlst seinen Blick auf dir ruhen. Blenden Mark, wer ist das denn? Blenden Mark ist Kyros Messer in den Schatten, der unsichtbare Tropfen Gift, der den Willen des Oberherrn durchsetzt. Er untersteht Thunon und dem Richter und dient in dessen Namen als das letzte Mittel für jene, die Kyros Gesetz brechen. Nur wenige kennen die Herkunft des Archonten der Schatten oder wissen, wie Kyros ihn zu kontrollieren vermag. Wer den Archont erzürnt, erlebt kaum den nächsten Sonnenaufgang. Fatebinder, we will start with the matter of the Archons. Graven Ash and the voices of Nerat have declared war upon each other.
In addition to violating Kairos's peace, they have thrown the conquest of the Tears into disarray. By all accounts, these hostilities began shortly after your arrival. Tell us what transpired. Schicksalsbinder, wir starten mit den Archonten. Graven Ash und Nerads Stimmen haben sich gegenseitig den Krieg erklärt. Sie haben damit nicht nur Kyros Frieden gebrochen, sie haben auch die Erwogung der Stufen in Ordnung gebracht. Gemäß allen Berichten begannen diese Anfeindungen kurz nach deiner Ankunft. Erzähl uns, was sich zugetragen hat. Es könnte sein, dass Nerads Stimmen Graven Ashs Sohn getötet hat oder Schlimmeres. Durch Mächte, die du nicht einmal annähernd verstehen kannst, schließen Nerads Stimmen den Verstand und das Wissen seiner Opfer. Die Archonten konnten sich nicht darauf einigen, wer die Belagerung anführen sollte, und ließen sich dazu herab, sich gegenseitig des Verrats zu beschuldigen. Es schien eine Zankerei zu sein, an der beide gleichermaßen beteiligt waren. Die Archonten waren sich schon seit Beginn des Kriegs uneins.